erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute mal wieder ein Regenblog. Wir sind im Saarland unterwegs und das Wetter hat auch bei uns schlecht gezeigt, aber hier ist es richtig schlecht. Also jetzt haben wir noch kurz ein Zeitfenster, wo es relativ wenig regnet. Es ist der 25.000 Liter Teich von Tobias aus dem Mai 2016. Also jetzt gerade mal 3 Jahre alt. Alles selber gebaut, von Hand ausgebuddelt, gemauert, gemacht, steile Wände. Die Tiefe habe ich jetzt nicht erfragt. Wie tief ist er? 1,70 Meter tief, mit Folie ausgekleidet. Und das Erste, was ich immer sehe, wenn ich auf den Teich zulaufe, die Wasserqualität. Und ich muss sagen, die Wasserqualität ist fantastisch. Die sieht richtig super aus. Er hat wenig Algenflusen. Das ist jetzt wahrscheinlich eher dem Zufall überlassen. Aber insgesamt, das Wasser wirkt sehr gut und es wirkt. Und ob Sie mir das glauben oder nicht, aber man sieht relativ schnell, schwimmen die Fische bei einem relativ hohen pH-Wert oder ist der pH-Wert eher neutral? Ich habe jetzt mein pH-Messgerät nicht dabei. Tobias kennt den pH-Wert auch nicht. Er weiß nur die Carbonatherde und er sagt, im Ausgangswasser hat er 5 bis 6 Carbonatherde und im Teich hat er 2 bis 3. Das ist genau die Spreizung von 2, 3, 4, wo ich sage, das ist das, was ich bevorzuge, dass man einfach sieht, die Biologie zieht viel raus. Die Carbonatherde bei 2, 3, eventuell geht auch noch 4, sorgt dann auch dafür, wenn man entsprechend viele Fische und viel Futter hat, dass der pH-Wert sich im neutralen Bereich aufhält. Messen sollte man trotzdem auf jeden Fall, man sollte sich da nicht drauf verlassen, aber insbesondere dann, wenn man Fische großziehen möchte, schnell großziehen möchte, dann ist natürlich das relativ neutrale Milieu, das neutrale pH-Milieu, ist da immens wichtig, weil ansonsten wird halt relativ viel Ammonium, was die Fische abatmen, zu Ammoniak und das erzeugt irreversible Schäden an den Kiemen. Das also wirklich, sollte man drauf aufpassen. Und was mir auch aufgefallen ist, Tobias kauft seit vielen Jahren Fische bei uns, dass hier richtig gut genährte, kräftige, große Fische drin sind. Als erstes ist mir da vorne ein Orangi aufgefallen. Dann sagt er, ja, das ist der von letztem Jahr. Dann denke ich, der hat doch keinen so riesen Fisch bei uns gekauft. Der hat jetzt 80 cm. Sag ich, wö, vom letzten Jahr? Sagt er, ja, letztes Jahr 50 cm. Dann ein Karashi, letztes Jahr 40 cm. Der müsste so um die 75 haben. Also das geht schon fast an reine Herbstmaße ran. Aber auch die Gosanke, es schwimmen einige Sanke, Showa, ein Shusui schwimmt drumherum. Die sind alle relativ groß geworden und auch relativ kräftig. Und ich kann Ihnen eins verraten, wenn Sie ein neutrales Milieu haben und relativ viele Fische im Teich, dann können Sie Ihr Wasser viel besser steuern und die Fische haben ganz anderen Appetit. Also wenn man in so einen Teich Futter reinwirft, dann gehen die ganz anders los. Und das, was uns viele Leute immer schicken, an Zuschauer fragen, muss ich sagen, meine Koi sind schüchtern, die fressen nicht richtig. Das kennt man in solchen Teichen nicht oder wenn dann nur begrenzt. Was Tobias natürlich auch macht, und da sind wir jetzt am Management, Tobias hat eine Wärmepumpe 10 kW auf seinen 25 Kubik Teich und er hat von Anfang März bis Ende September, Anfang Oktober, hat er 24 Grad. Wenn es die Luftwärmepumpe nicht schafft, hat er nochmal einen 3 kW Heizer, um einfach abzufedern, wenn es jetzt mal richtig kalt wird. Und das wissen wir, gutes Wasser, gutes Futter und Temperatur, das macht Fische groß. Natürlich braucht es auch noch Fischgenetik, aber man wird immer merken, dass diese Konstellation dazu beiträgt, auch bei denen mit der schlechteren Genetik, dass einfach ein sehr gutes Wachstum daraus entsteht. Das Wasser ist auch schön farblos. Gefüttert wird Kunishi Limited Edition. Bis letztes Jahr hat er noch Number One gefüttert. Jetzt ist er auf Limited Edition umgestiegen. Es gibt einen Unterschied zwischen den beiden Futtern. Also das Number One performt noch mal ein bisschen besser. Aber ich sage mal, wer die Umgebungsbedingungen so schafft wie er, der kann dann auch vielleicht auf die oberen 10-15%, was das eine Futter performt, verzichten, kann das Geld sparen und investiert es besser in Heizung. Und das ist auch immer das, wo man schauen muss, welche Balance habe ich insgesamt an meinem Koi-Teich. Also nicht nur auf eine Sache setzen, nicht nur auf die Wasserqualität, aber nicht falsch verstehen, die Wasserqualität sollte top sein. Nicht nur auf die Wasserqualität, nicht nur auf die Temperatur, nicht nur aufs Futter, nicht nur auf den Fisch, sondern das Ergebnis entsteht immer aus dem Ganzen. Das ist jetzt für mich ein wirklich richtig geiles, tolles Beispiel. Er hat auch wieder einige Jumbo Tosai Karashi-Koi, die dann aufs nächste Jahr mit Sicherheit auch wieder ihre 65 bis 80 cm, je nachdem, wie er sie hält, haben wird. Und das ist jetzt mal wieder ein geiles Beispiel. Und Sandra Lechleiter hat es in einem Blog, in einer Zuschauerfrage letztens auch gesagt, und da waren wir uns ja einig, ein dichter besetzter Teich ist leichter zu steuern und hat häufig bessere Wasserqualität und ein besseres Wachstum der Koi, als wenn die Teiche allzu dünn besetzt sind, der pH-Wert aufgrund unserer hohen Carbonatherde immer irgendwo bei 8, 8,5 rumdümpelt. Das ist also für die Koi weniger gut.
als wenn mehrere Fische im Teich sind und der pH-Wert unten ist. Was man natürlich in so einem Fall immer beachten sollte, ich würde da nicht aus mehreren Quellen kaufen. Ich würde wirklich gucken, dass meine Fische aus einer Quelle kommen. Weil wenn sie natürlich in so einem dicht besetzten Teich dann mal die Krätze drin haben, wie man so schön sagt, wenn sie dann mal ein bakterielles Problem haben, dann ist die sprichwörtliche Kacke mal richtig am Dampfen. Und damit meine ich nicht die Koi-Kacke, sondern die richtig fiese. So, also. Wie viele Bodenabläufe hast du? Einer. Ein Bodenablauf, ein Skimmer? Den Skimmer habe ich ausgeschaltet und zum Seitenablauf umfunktioniert. Umfunktioniert und der Zulauf auch zum Seitenablauf umfunktioniert und dann andere Zuläufe noch gemacht. Okay, also die Hydraulik hat nicht gepasst mit einem Bodenablauf, einem Skimmer. Und dann ist Tobias hergegangen und hat den Skimmer zu einem Seitenablauf umfunktioniert und er hat auch einen Rücklauf zum Zulauf, also zum Zulauf zum Filter umfunktioniert und hat dann den Rücklauf vom Filter, hat er hier über die Teichkante schauen lassen und das ist das, das merkt jeder relativ schnell, wenn die Hydraulik an dem Teich nicht stimmt, dann wird es relativ schnell richtig lästig, dann macht es am Ende gar keinen Spaß mehr, dann spült sich entweder der Trommelfilter zu Tode oder ich kann einfach nicht die entsprechende gewünschte Wassermenge umwälzen. Jetzt will ich Ihnen hier mal zeigen, hier der Sanke, der hat hier auch 15-20 cm gemacht, der kam hier zweijährig her, dann die großen sind jetzt weg, wo sind sie denn, ah sehen Sie, das Wasser ist wirklich fantastisch, brillant, hier ein Koyo, noch ohne Gelb, aber mit tollem Body, hier ein Matsukawa Baki, auch letztes Jahr relativ klein hierher gekommen und hier unten schwimmt jetzt der 80 cm Orangi, der 30 cm im Winter hier gemacht hat. Jetzt kommt er nach oben, so wie man das von den gut wachsenden Koi kennt. Immer vorne. Oh, und der Jack Russell will natürlich auch mit essen. Hallo. So, hier, der andere Karashi versteckt sich gerade irgendwo. Belüftet wird hier in der Mitte. Da ist wahrscheinlich auch der Bodenablauf. Ja. Direkt am Bodenablauf, nicht zu stark. Aber so, dass der Sauerstoffgehalt noch passt. Und hinten, das ist deiner Sauerstoff. Und, okay, und hier hinten die zweite Blubbergeschichte, die wir hier sehen, das ist reiner Sauerstoff. Da ist allerdings, muss ich sagen, der Eintrag relativ schlecht. Also wenn der Sauerstoff in so großen Blasen nach oben kommt, Sauerstoff ist nicht so leicht löslich, dann ist es tatsächlich so, dass das meiste an der Oberfläche verpufft. Aber es ist natürlich auf jeden Fall vor allem in den Nachtstunden nochmal ein schönes Zubrot, dass die Koi auch nachts ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Also, hier haben wir Tobias, 25.000 Liter Teich, von Hand gebuddelt, von Hand gebaut, mit Folie ausgekleidet und mit einem Wahnsinnserfolg, was die Koi-Aufzucht angeht und was für ein Filter ihm dabei nützlich ist, das schauen wir uns jetzt im nächsten Blog an. Danke für Ihr Interesse, machen Sie es gut und tschüss.